Hallo zusammen und herzlich willkommen bei einem meiner Videos. Ich möchte euch heute zeigen, wie ihr am System Center Configuration Manager die Funktion Endpoint Protection konfigurieren und verwalten könnt, um damit dann eure Clients gegen Schadsoftware schützen zu können. Vorab ist ganz wichtig, Endpoint Protection ist ein separates Produkt. Das bedeutet, ihr braucht also auch entsprechend Lizenzen und zwar in ausreichender Stückzahl. Ihr solltet also sicherstellen, dass ihr die Lizenzen dann entweder erworben oder in irgendwelchen Paketen bereits mitgeliefert habt. Ich möchte jetzt hier das Endpoint Protection auf einem SCCM 1511 installieren. Ich habe jetzt hier vorbereitet eine Standalone Primary Site, das heißt, mein System besteht nur aus einem einzigen Server und auf diesem einen Server wollen wir das alles entsprechend machen. Wenn ihr eine größere Umgebung habt, insbesondere also eine Hierarchie bestehend aus mehreren Primary Sites, dann wird die Endpoint Protection als Rolle auf der Central Administration Site installiert, also auf der CAS. Wenn ihr, so wie ich jetzt hier, eine Standalone Primary Site habt, dann installieren wir die Rolle entsprechend nur auf dieser Primary Site. Also wähle ich mir jetzt hier den Standort aus, wo ich das Ganze installieren möchte. Wähle oben aus der ersten Punkt Standortsystemrolle hinzufügen. Habe dann die Möglichkeit, hier ganz oben über Durchsuchen den Server auszuwählen an dem jeweiligen Standort. Da ich hier nur einen habe, ist das Ganze schon ausgewählt. Kann dann im nächsten Schritt entscheiden, ob ich einen Proxy-Server brauche oder nicht. In meinem Fall, ich arbeite komplett lokal, ist das nicht notwendig. Und ich kann dann entsprechend hier aus der Liste wählen, welche Rolle ich denn installieren möchte. Und da wollen wir eben hier Endpoint Protection. Bekommen wir einen kleinen Hinweis, der eben darauf abzielt, dass natürlich auch die Updates nachher installiert werden müssen für Endpoint Protection. Und das würde man üblicherweise über den Software Update Point machen. Könnt ihr euch ein anderes Video von mir anschauen, wo ich das zeige, wie das funktioniert. Hier haben wir nochmal den Lizenzvertrag. Ne? Es ist eben ein separates Produkt, ergo gibt es auch einen separaten Lizenzvertrag. Witzigerweise ist der Haken schon gesetzt, also ich muss hier gar nichts weiter tun, als auf Weiterklicken. Und ich kann mich dann entscheiden, ob ich das MAPS benutzen möchte, Microsoft Active Protection Service. Hierbei handelt es sich um einen Dienst, der in der Lage ist, ein Virus, der aufgrund einer Heuristik erkannt wurde, an Microsoft zu melden. Und im Gegenzug bekomme ich dann sozusagen von allen anderen Endpoint Protection bzw. MAPS-Usern ja, deren Ergebnisse sozusagen, um einfach Viren auch schneller erkennen zu können, bevor die Definitionsupdates dafür verfügbar sind. Kann ich entscheiden, will ich das haben, will ich das nicht haben. Vielleicht kurzer Hinweis, Premium bedeutet nicht, dass es irgendwas kostet, sondern bedeutet einfach nur, ihr gebt mehr Daten von euch weg, bekommt dafür im Umkehrschluss schneller die Daten der anderen User. Ja. Ich lasse das Ganze jetzt hier einfach abgeschaltet. Ja, dann haben wir ja noch eine kleine Zusammenfassung. Kann ich entsprechend nochmal sehen, was ich jetzt ausgewählt habe. Nichts weiter Spektakuläres. Und mit dem Klick auf Weiter wird dann hier entsprechend die Rolle installiert. Das dauert einen kurzen Moment. Ein guter Indikator, dass das Ganze geklappt hat, ist, dass dann der Server selber, also hier mein Server 1 heißt er hier, sich mit Endpoint Protection auch selber schützt. Das heißt, hier wird dann also gleich ein entsprechendes Icon auch zu sehen sein für Endpoint Protection. Ja, momentan haben wir hier ja noch den Windows Defender, der mit dem Server mitgeliefert wurde. Zusätzlich kann man auch in der Überwachung dort entsprechend nachsehen. Hier gibt es einen Punkt Systemstatus. Und dort haben wir den Standortstatus. Hier sehen wir die ganzen Systemrollen und unter anderem sehen wir eben hier auch den Endpoint Protection Punkt. Wenn ich mir dort einfach mal die Meldungen zeigen lasse, dann bekomme ich hier die Möglichkeit, auch noch das Zeitfenster auszuwählen. Hier können wir uns jetzt vom Prinzip auf die letzte Stunde beschränken und dann sehen wir die Meldungen eben aus der letzten Stunde. Das Problem dabei ist allerdings, dass ich jetzt hier nicht nur Endpoint Protection sehe, sondern ihr seht das hier, man bekommt hier relativ viele Komponenten gezeigt. Ne? Hierarchie Manager oder eben hier unten den WinNT Discovery Agent zum Beispiel. Das ist eigentlich mehr, als ich sehen möchte. Was wir hier aber auch sehen, ist den Komponentennamen, nämlich SMS Endpoint Protection Control Manager. Und dann kann ich eben entsprechend hier im Komponentenstatus mir das entsprechend raussuchen oder hier oben über die Suche einfach gehen, Endpoint mal eingeben. Wenn wir es richtig schreiben, funktioniert es auch. Dann bekomme ich hier diese beiden Komponenten angezeigt. Und da kann ich entsprechend auch mit Meldungsanzeigen reinschauen, wieder auf die letzte Stunde das Ganze beschränken. Und dann sehe ich nämlich jetzt hier die Ergebnisse. Hier gibt es noch nichts. Und in der anderen, da haben wir dann entsprechend den Hinweis, dass das Ganze geklappt hat. Ja, hier oben steht es dann als letzter, als neuester Eintrag, Komponente wurde gestartet. Zwischendrin können wir dann auch sehen, dass es dann heißt, wurde festgestellt, dass installiert wurde, wurde festgestellt, dass installiert ist. Ja, das sind also sozusagen diese Schritte, die hier abgearbeitet wurden. Ist also quasi meine Kontrollmöglichkeit, ob Endpoint Protection jetzt auch hier installiert wurde. Das ist der erste Step. Der zweite Step ist jetzt zu entscheiden, welche Maschinen sollen denn überhaupt durch Endpoint Protection geschützt werden und für diese Geräte entsprechend eine Gerätesammlung anzulegen. Da gibt es sicherlich verschiedene Möglichkeiten.
ich habe mir hier mal so ein paar Ordner angelegt. Ich lege mir jetzt noch einen weiteren dazu an. Den nenne ich einfach Endpoint Protection. Und in diesem Ordner Endpoint Protection möchte ich gerne zwei Sammlungen anlegen. Die eine Sammlung, die nenne ich alle Geräte, die durch Endpoint Protection geschützt werden sollen. Das sollen schreibe ich jetzt mal ganz bewusst in Großbuchstaben. Als begrenzende Sammlung verwende ich alle Desktop- und Server-Clients. Ihr könntet auch, wenn ihr das Ganze begrenzen wollt, nur auf Clients oder nur auf Server oder wie auch immer, eine entsprechende andere Sammlung nehmen. Ich möchte jetzt einfach die volle Bandbreite nutzen können. Alle Geräte, die ich hier irgendwie greifen kann, möchte ich theoretisch zumindest mit Endpoint Protection verwalten können. Diese Sammlung bekommt keine Mitgliedschaftsregel. Das heißt, ich werde die Geräte hier später händisch hineinwerfen. Was man natürlich machen könnte, wäre eine andere Sammlung dort zum Mitglied machen, um zum Beispiel automatisch alle Clients mit aufzunehmen. Ja, das können wir vielleicht mal am Beispiel zeigen. Dazu gehe ich nochmal in die Eigenschaften von dieser Sammlung. Gehe auf die Mitgliedschaftsregeln und kann hier auswählen, Sammlungen einschließen. Wichtig ist natürlich jetzt, dass ich beachte, meine begrenzende Sammlung, das können wir leider nicht sehen, war alle Desktop- und Server-Clients. Würde ich jetzt eine Sammlung wählen, die quasi größer ist, also weiter außen als diese alle Desktop- und Server-Clients, dann könnte ich davon wieder nur den Teil sehen, der auch in alle Desktop- und Server-Clients drin ist. Ich füge jetzt hier ein die Sammlung alle Clients mit dem Windows-Betriebssystem, die heißt bei mir einfach alle Windows-Clients. Und zwar ist es hier eigentlich unabhängig davon, ob die einen SCCM-Client haben oder nicht. Da aber die begrenzende Sammlung eben alle Desktop- und Server-Clients ist, werden nur diejenigen mit dem entsprechenden Client auch hiermit auftauchen. Zusätzlich oder alternativ, das kann man kombinieren, habe ich die Möglichkeit, Geräte händisch auszuwählen. Zum Beispiel hier zwei Stück, einen Rechtsklick drauf, ausgewählte Elemente hinzufügen, der vorhandenen Gerätesammlung hinzufügen und dann werfe ich die eben entsprechend hier in die Sammlung nochmal mit rein, sodass er also jetzt bei den beiden auf jeden Fall sicherstellen kann, die sind dann nachher in der Sammlung mit drin und eben zusätzlich alle, die in der kleinen Sammlung enthalten sind. Wir sehen jetzt hier diese kleine Sanduhr. Das bedeutet einfach, dass diese Sammlung momentan ihre Mitglieder aktualisiert. Wenn wir das einen Moment später nochmal neu laden lassen, dann sehen wir es jetzt auch, es sind jetzt zwei Elemente drin, und zwar ist das ein Windows 8 Client und ein Windows 10 Client. Dann lege ich eine zweite Sammlung an, und zwar eine Sammlung, alle Geräte, die durch Endpoint Protection, ich kürze das mal hier ein bisschen ab, geschützt werden. Also da, wo das wirklich auch real schon drauf ist, wo also wirklich auch eine Verwaltung und ein Schutz durch Endpoint Protection stattfindet. Auch dort nehme ich als Begrenzende alle Desktop- und Server-Clients. Man könnte das jetzt begrenzen gegen die Sammlung der Geräte, die durch Endpoint Protection geschützt werden sollen. Das wäre aber natürlich das Risiko, dass ich doch ein Gerät irgendwo habe, was mal händisch mit Endpoint Protection betankt wurde. Und das ist dann nicht in der ersten Sammlung mit drin und dann würde es natürlich auch in der zweiten nicht mit auftauchen. Und um das zu vermeiden, nehme ich einfach alle Desktop- und Server-Clients. Und hier lege ich jetzt eine Mitgliedschaftsregel drauf, und zwar als Abfrageregel. Die braucht irgendeinen schönen Namen. Ich nenne das einfach Endpoint Protection ist installiert. Gehe hier in die Anweisung rein, wechsle auf den Kriterienreiter. Den Allgemeinreiter lassen wir einfach so, wie er ist. Wechsle hier auf den Kriterienreiter. Und dann wähle ich mir hier über das Wobei-Attributklasse die Klasse Endpoint Protection Bereitstellungsstatus aus. Und dort gibt es ein Attribut, das heißt Deployment State. Dieses Attribut Deployment State ist ein Integer. Das können wir hier unten nochmal sehen, ne? Typ numerisch. Und wenn ich mal Wert klicke, dann sehe ich alle zu diesem Attribut momentan bekannten Werte und der einzige Wert ist 1. Nun heißt 1 aber nicht wahr oder true oder so, sondern 1 heißt, es ist noch nicht installiert. Was wir brauchen, ist die 3. Das muss man einfach wissen, lässt sich im TechNet nachlesen. Es gibt dort verschiedene Stufen, 1, 2, 3, 4, 5. Das sind so Stufen wie zum Beispiel Installation ist gelaufen, braucht aber noch einen Neustart oder zum Beispiel eben auch Installation ist fehlgeschlagen. 3 ist, Installation ist korrekt durchgelaufen. So, das Ganze schließe ich jetzt hier ab. Die Sammlung wird jetzt erstmal keine Mitglieder enthalten, ist auch logisch, weil Endpoint Protection ja noch nirgendwo installiert ist und außerdem diese Rückmeldung sozusagen erst erfolgen muss, dass Endpoint Protection installiert wurde. Habe also jetzt hier zwei Sammlungen. Und für diese Sammlung kann ich jetzt entsprechend Client-Einstellungen festlegen. Das heißt, ich gehe wieder in die Verwaltung zu den Client-Einstellungen und lege mir hier eine neue benutzerdefinierte Geräte-Client-Einstellung an. Die nenne ich einfach nur Endpoint Protection und wähle mir entsprechend hier den Bereich Endpoint Protection aus der Liste. Und jetzt kann ich hier auf dieser Übersicht auswählen, was ich haben möchte. Ich möchte gerne Endpoint Protection auf dem Client verwalten. Ich möchte gerne Endpoint Protection installieren
Und ich möchte gerne, wenn ein anderer Virenscanner schon installiert ist, dass der bitte vor der Installation von Endpoint Protection entfernt wird. Dann haben wir ja noch ein bisschen was zum Thema Neustart. Das können wir alles so lassen, wie es ist. Und ganz hier unten gibt es dann noch eine Option für das erste Definitionsupdate. Und zwar heißt es hier standardmäßig, alternative Quellen für das erste Definitionsupdate deaktivieren. Das bedeutet, in dieser Standardeinstellung muss das erste Update zwingend von dem SUP kommen, also vom Software Update Point, vom SCCM selbst. Wenn ich das nicht möchte oder wenn ich vielleicht das gar nicht kann, weil ich zum Beispiel gar keinen Software Update Point verwende, sondern klassisch über Vesus arbeiten möchte, dann muss ich das hier auf Nein umstellen. Und damit gebe ich den Clients die Möglichkeit, ihr erstes Update auch zum Beispiel direkt aus dem Internet zu holen. In welcher Reihenfolge sie das tun, das regle ich hier noch nicht. Das werden wir aber gleich sehen. Dazu gibt es eine zweite Einstellung. So, diese neue Endpoint Protection Policy, die muss natürlich jetzt bereitgestellt werden. Und zwar bereitgestellt wird die jetzt hier für die Sammlung der Geräte, die durch Endpoint Protection geschützt werden sollen. Und dann sollte man natürlich sicherstellen, dass es keine andere Client-Einstellung gibt mit höherer Priorität, die Endpoint Protection zum Beispiel verbietet. Also ich schaue mal hier in die anderen beiden noch rein. Ich habe hier einmal mit Priorität 2. Schaue ich kurz nach, da ist der Bereich Endpoint Protection gar nicht ausgewählt und in dieser anderen hier unten sollte das auch nicht der Fall sein. Ja, genau so ist es, sodass also wirklich auch diese Policy sich mit der quasi höchsten Priorität im Bereich Endpoint Protection durchsetzen kann. Jetzt habe ich also erstmal den Effekt, dass die Clients, die sich in dieser Sammlung befinden, Endpoint Protection installieren werden und sich ihr erstes Update theoretisch ziehen können. Da endet aber dann auch schon der Verwaltungsbereich dieser Policy. Alles Weitere muss über Bestand und Kompatibilität gemacht werden. Denn dort gibt es hier unten nochmal einen Punkt Endpoint Protection und dort gibt es diese Richtlinien für Anti-Schadsoftware, heißt im Englischen Anti-Malware Policy. Und da hat man wieder, wie auch bei den Client-Einstellungen, so eine Standardeinstellung. Ich würde empfehlen, die nicht zu verändern. Das geht grundsätzlich, ich würde das aber nicht tun. Sondern ich würde mir angucken, was tut die und alles, was ich nicht so haben möchte, in einer eigenen Richtlinie entsprechend ja, überschreiben sozusagen. So, hier habe ich dann wieder zu Kategorien, die ich mir auswählen kann. Und dann kann ich eben zum Beispiel entscheiden, möchte ich eine geplante Überprüfung haben? Wenn ja, wann? Und soll das eine Komplettprüfung sein oder eine Schnellprüfung? Wir können festlegen, was alles so im Hintergrund sozusagen geprüft werden soll. E-Mails, Wechseldatenträger, Netzlaufwerke und so weiter. Wir können entscheiden, was passiert denn bei einem Fund? Das ist hier abgestuft in verschiedenen Schweregraden. Wir können den Echtzeitschutz konfigurieren. Wir können Ausschlüsse festlegen. Das heißt, ich kann Dateien, Ordner, Verzeichnisse oder auch Prozesse hier vom Scan komplett ausschließen. Ich habe die Möglichkeit, über Erweitert zum Beispiel festzulegen, ob wir vor der Bereinigung einen Wiederherstellungspunkt anlegen wollen oder wie lange Daten in der Quarantäne liegen bleiben sollen und so weiter. Und wir haben ja auch nochmal halt die Möglichkeit, ganze Bedrohungen außer Kraft zu setzen. Das heißt, wenn also meine Ausschlüsse nicht reichen, weil beispielsweise regelmäßig in verschiedensten, ständig wechselnden Verzeichnissen, zum Beispiel in der Excel-Datei, als Bedrohung erkannt wird, irgendein eher geringfügiges Problem, vielleicht auch durch ein eigengeschriebenes Programm, was fälschlicherweise erkannt wird, dann kann ich eben nicht alle Exen abschalten. Das wäre eher ungünstig. Dann könnte ich hier einfach hergehen und kann sagen, ich lege diesen Virus, der da immer wieder gefunden wird, einfach als ungefährlich fest. Nachteil natürlich, wenn der Virus mal real auftaucht, dann habe ich natürlich auch den Effekt, dass Endpoint Protection den einfach ignoriert. Ja, dann haben wir noch Maps. Ja, hier haben wir nochmal dieselben Einstellungen, die wir vorhin gesehen haben. Wir können also hier auch nochmal entscheiden, wollen wir bei Maps teilnehmen? Ja, nein, vielleicht. Erinnert euch, das war dieses Thema, Heuristik findet ein Virus und das wird dann gemeldet und dadurch bekomme ich von den anderen Usern deren frühzeitige Funde sozusagen. Wir haben auch noch die Möglichkeit, das den Benutzern selber zugestatten. Würde ich jetzt eher nicht machen. Gut, und die letzte Option, die betrifft die Definitionsupdates. Hier habe ich zunächst erstmal zwei grundsätzliche Möglichkeiten. Entweder ich mache das intervallbasiert, da kann ich hier oben einen Zeitwert festlegen in Stunden, zum Beispiel jetzt hier alle 8 Stunden. Ich würde deutlich drunter gehen. Wer das nicht weiß, Microsoft gibt diese Antiviren-Pattern 3-mal täglich raus, das heißt wirklich alle 8 Stunden. Wenn ich aber natürlich jetzt Pech habe, dann schaue ich immer gerade 3 Minuten, bevor die neuen Definitionen rausbringen. Das heißt, ich sollte das Intervall ein bisschen kleiner wählen, 2 oder vielleicht 4 Stunden. Damit ich eben möglichst nah an so einen neuen Pattern-Update sozusagen rankomme. Alternative, ich stelle das hier auf 0, weil erst dann wird der zweite Wert hier unten real greifbar sozusagen. Ist ja auch hier in einem Klammerausdruck nochmal kurz dargestellt. Und dann kann ich einmal am Tag zu einem festgelegten Zeitpunkt updaten. Ja, halte ich jetzt eher für ungünstig, weil ich dann eben viele Updates über den Tag verpasse.
Und dann habe ich ja noch die Möglichkeit, Definitionsupdates zu erzwingen, wenn der Client zwei aufeinanderfolgende verpasst hat. Das macht definitiv Sinn. Sorgt eben dafür, wenn er morgens ins Büro kommt, hat jetzt am Wochenende zum Beispiel die Updates nicht mitgenommen, weil er offline war oder das Gerät ausgeschaltet war, dass er dann sehr zeitnah, auch vorzeitig vielleicht schon, ein Definitionsupdate bekommt. Ja, dann haben wir hier die Quellen und deren Reihenfolge. Ja, da kann ich eben jetzt entscheiden, sollen die beispielsweise vom SUP kommen, vom Vesus oder eben zum Beispiel hier unten auch direkt aus dem Internet. Wichtig ist aber, wenn ich andere Quellen wähle und auch wirklich real nutzen möchte, dann spielt für mich hier unten dieser Zeitwert eine große Rolle. Denn hier heißt es nämlich, dass wenn der Config Manager selber als Quelle noch ausgewählt ist, und das ist er ja in meinem Fall, dann wird er erst eine andere Quelle nutzen, wenn die Updates länger als 72 Stunden nicht vom Config Manager geholt werden konnten. Sollte man dann auch drüber nachdenken, das auf 8, 10 oder vielleicht 12 Stunden zu reduzieren. Gut, und dann habe ich als letztes hier unten noch die Möglichkeit, einen UNC-Pfad anzugeben. Für den Fall, dass der Server selber keine Möglichkeit hat, Updates zu laden, könnte man die über ein Skript oder so runterladen und dann hier in so einen Pfad legen. Ist aber natürlich sehr, sehr hoher Aufwand. So, habe also jetzt hier auch so eine eigene Policy angelegt. Wichtig ist auch bei denen, die wirken erst, wenn ich sie entsprechend bereitgestellt habe. Die stelle ich jetzt bereit für meine zweite Sammlung, also die Sammlung der Geräte, die auch wirklich real durch Endpoint Protection geschützt werden. Das schicke ich hier mit OK einmal weg. So, dann wollen wir uns mal anschauen, wie sich das jetzt auf den Clients verhält. Ich habe hier einmal einen Windows 10 Client. Das ist das Gerät, was eben in der Sammlung mit enthalten ist. Dort melde ich mich einmal an. Und dann schauen wir mal, wie es hier ausschaut. Bisher haben wir noch keine Endpoint Protection zu sehen. Das Ganze können wir jetzt natürlich ein bisschen beschleunigen, indem ich mir hier die Systemsteuerung öffne. Und dort unter System und Sicherheit finden wir den Punkt Configuration Manager. Dort gibt es Aktionen und unter anderem den Computerrichtlinienabruf. Und der sorgt eben jetzt dafür, dass die Client Policies neu geladen werden. Und wir hatten ja über eine Client-Einstellung, die hier, festgelegt, dass Endpoint Protection installiert werden soll und die wirkt ja auf die Geräte in der Sammlung, die eben durch Endpoint Protection geschützt werden sollen. Und in der Sammlung befindet sich ja auch dieser Windows 10 Client. Ja. So, er wird also jetzt hier mit der Installation beginnen. An der Stelle sei vielleicht mal gezeigt, dass als der STCM-Client verteilt wurde auf den PC, bereits alles, was er dazu braucht, um jetzt Endpoint Protection zu installieren, im passenden Verzeichnis liegt. Ja, wir haben also jetzt hier dieses Verzeichnis, wo die ganzen Daten runtergeladen wurden und da liegt hier eben auch dieses SCAP, ja, SCAP Install. Und das wird dann entsprechend ausgeführt auf dem Endgerät, um dort Endpoint Protection zu installieren. Ich will mal parallel noch den Windows 8 Client mit dazu holen, dass wir den auch passend betanken. Auch dort melde ich mich entsprechend mal an. Auch dort das gleiche Spiel. Na, hier ist auch noch kein Icon zu sehen. Also Systemsteuerung auf. System und Sicherheit. Configuration Manager. Und dann hier auch den Computerrichtlinienabruf. Na, man kann dann hier mal gucken, müsste ja dann irgendwann dieser Prozess, diese SCAP-Installationsroutine laufen. Da haben wir sie schon, ne? SCAP-Install. Das heißt, jetzt wird dieser System Center Endpoint Protection hier auf dem Client installiert. Und dann, wenn das fertig ist, dann sehen wir hier unten auch ein kleines Icon dazu. Da haben wir es schon, ne? Und es wird auch hier das erste Update durchgeführt. Und zwar wird das jetzt gegen das Internet durchgeführt. Das habe ich ja entsprechend genehmigt, dass das erste Definitionsupdate auch von woanders kommen darf. Und da die Maschinen jetzt Internetzugang haben, können sie sich das entsprechend hier runterladen. Gut, was kann ich jetzt noch alles mit Endpoint Protection machen? Ich habe die Möglichkeit, dass ich mir jetzt eine Gerätesammlung auswähle, zum Beispiel eben die der Geräte, die durch Endpoint Protection geschützt werden sollen. Und in deren Eigenschaften, dort gibt es einen Reiter Warnungen, kann man erstmal sagen, ich möchte gerne die Sammlung im Endpoint Protection Dashboard anzeigen. Und ich habe die Möglichkeit, hier Warnungsschwellen zu definieren. Ja, zum Beispiel, dass wenn Schadsoftware erkannt wurde, eine entsprechende Warnung herausgegeben wird. Oder wenn zum Beispiel ein gewisser Prozentsatz irgendwas unterschreitet, zum Beispiel den Schwellwert der aktiven Nutzung von Endpoint Protection. Oder wir können hier unten auch wählen, zum Beispiel ein Schadsoftware
oder wiederholt erkannt oder mehrere Schadsoftware wurde erkannt oder wie auch immer. Ja. Kann man nicht sagen, Schadsoftware breitet sich aus. Ne? Derselbe Schadsoftware-Typ auf mehreren Computern. Das heißt also, es ist gerade dabei, dass hier eine Infektion stattfindet. So, das Ganze kann ich jetzt hier noch ein bisschen detaillierter konfigurieren. Kann also beispielsweise sagen, wie viel Prozent würden denn eine Warnung auslösen. Ne? Bei unter 90% der Clients kriege ich eine Warnung. Oder hier Erkennung erst ab, welcher Stufe das sozusagen passieren soll und welchen Schweregrad die Warnung danach hätte. Ja, kann man also hier passend festlegen. Der Effekt ist jetzt der, dass ich hier in der Überwachung ganz unten im Bereich Endpoint Protection Status hier System Center Endpoint Protection Status sehen kann und dort eben jetzt diese Sammlungen auswählen kann. Ja, und das kann ich eben jetzt sehen in Zahlen und auch in Prozenten, die Anzahl der Geräte mit oder ohne gefährdet, nicht gefährdet, aktuelle Definition oder nicht aktuelle Definition, sehen wir jetzt hier natürlich noch keine Clients. Liegt einfach daran, dass das noch zu neu ist und die Rückmeldezeitfenster einfach noch nicht durchgelaufen sind. Das heißt, die Clients haben noch gar nicht gemeldet an den SCCM, dass sie jetzt Endpoint Protection installiert haben. Die Warnungen, die ich gerade ausgewählt habe, die laufen hier oben im Bereich Warnungen auf. Dort gibt es also jetzt erstmal im Bereich alle Warnungen. Der zeigt mir quasi alle möglichen Warnungen, also Warnungen, die ausgelöst werden könnten. Und da finden wir jetzt eben auch die gerade eben festgelegten wieder. Zum Beispiel hier Warnung zur Erkennung von Schadsoftware oder Warnung zum Ausbruch von Schadsoftware. Und wenn ich möchte, kann ich mir jetzt da ein passendes Abonnement erstellen. Kann man zum Beispiel hier tun, indem man sagt Abonnement erstellen. Oder das kann ich auch hier unter alle Warnungen tun. Dann kriegt das Abonnement einen Namen. Möchten, dass ich Endpoint Protection Warnungen, dann eine Mailadresse oder mehrere Mailadressen, die das Ganze empfangen sollen. Wenn es mehrere sind, müssen die mit einem Semikolon getrennt werden. Ich schreibe jetzt hier mal antivir @ meine Domäne. Und ja, Sprache der E-Mail ist einfach nur ein Layout, ein Template, was da dahinter liegt. So, wichtig ist jetzt noch, das kann man hier zum Beispiel über die Abonnements tun, dass der E-Mail-Server noch konfiguriert wird. Ich muss also jetzt hier den Mail-Server festlegen. Und bei Bedarf natürlich auch die Authentifizierung für den Mail-Server. Und von wem sollen die Mails kommen, kann ich mir jetzt hier eine Absenderadresse aussuchen. Ja, weil jetzt erst natürlich der Mail-Transport auch stattfinden kann. Ja, was wir noch auch tun können, ist, wir können ja ganz hier unten im Bereich Überwachung, Endpoint Protection Status sehen, unter erkannte Schadsoftware, wenn irgendwo ein Gerät, ein Virus oder ein Schadprogramm sozusagen sich eingefangen hat, ja, wer das gewesen ist, wann, welche Uhrzeit und so weiter und so fort. Das kann ich dann von hier aus alles übersichtlich einsehen. Mittlerweile müsste der Client auch fertig sein. Ne? Können wir also sehen, PC wird zu seinem Schutz überwacht. Das heißt ja auch System Center Endpoint Protection, ist also nicht der alte Defender, der hier unter Windows 8 gelaufen ist, sondern das ist eben jetzt hier das neue Produkt Endpoint Protection. Auch wenn es technisch sehr ähnlich ist wie der Defender, hat es aber auf jeden Fall einen wesentlichen Vorteil. Es lässt sich nämlich zentral über die SCCM-Oberfläche steuern, verwalten, rückmelden und so weiter und so fort. Zu guter Letzt sei noch kurz der Hinweis darauf gegeben, dass wenn man Reporting konfiguriert hat, die Möglichkeit besteht, dass ich mir jetzt hier über die Berichterstattung den passenden Bericht auch zeigen lassen kann. Es gibt entsprechend hier einen Reporting-Bereich für Endpoint Protection. Und da kann ich mir dann eben zum Beispiel einmal im Monat irgendwelche Reports ziehen über infizierte Computer oder über die Schadsoftware, die gefunden wurde, oder einfach nur über die Aktivität. Wer macht wann Updates, welche Prozente haben wir dabei erreicht und so weiter und so fort. Ja, das ist so ziemlich alles, was ihr wissen müsst, um mit Endpoint Protection arbeiten zu können. Ich hoffe, ihr habt alles, was ihr braucht, hier mitnehmen können. Das Video hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Ich wünsche euch viel Erfolg, das auszuprobieren und vor allem eine virenfreie Zeit. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.